Hallo Liz, hallo Andrea, schön, dass ihr hier seid bei uns mit virtuell sozusagen im virtuellen Zoom-Raum. Hallo Carsten. Hallo Caro. So, auch für euch haben wir ein paar Fragen vorbereitet. Ich fange mal mit der ersten an. Und zwar Forward Control oder Pickup? Forward Control. Defender oder Serie? Serie. Defender. Wegen der Heizung. Schalter oder Automatik? Schalter. Schalter. Stahl oder Kunststoffseil bei der Winde? Stahl. LED oder Halogenlicht? LED. Da ich Serie gesagt habe, Halogenlicht. Da muss ich schon beim Klassischen bleiben. Stahlschäkel oder Softschäkel? Stahl. Egal. Das, was da ist. Im Zweifelsfall das, was da ist, genau. Also wenn jetzt jemand mit einem Softschäkel kommt, würde ich nicht sagen, nein, ich bleibe dann lieber stecken. Dachzelt oder Klappdach? Klappdach. Klappdach. Fahrer oder Beifahrer? Fahrer. Navigator. Beifahrer. Bist du denn guter Beifahrer, Abo? Perfekt. Also als Beifahrer finde ich mich ziemlich gut. Ich weiß nicht, wie das der Fahrer findet, aber als Beifahrer bin ich ziemlich gut. Meistens gut. Also guck dir die Beifahrertür von meinem 90er an. Da war ich Beifahrer, kann aber nichts dafür, wie die Beifahrertür jetzt aussieht. Ja, du warnst mich immer und da hast du mich nicht gewarnt. Da hatten wir doch gar keine Warnwinde. Wieso, was da passiert? Kennst du das Prinzip des Kurveschneidens? Das ist dann doof im Gelände, wenn da ein Baumstumpf steht. Der hat sich dann in meiner Tür verewigt. Ohne welches Werkzeug würdet ihr nie losfahren? Kann auch eine Kiste sein. Ja, ein Werkzeug. Ich würde beim TD5 den 15er langen Ringschlüssel für den Wechsel des Keilriemens wählen. Ich würde sagen, Messer, Feuerzeug und Grillanzünder. Welches Ersatzteil nehmt ihr immer mit? Keilriemen? Komplettes Auto. Was? Gar nicht so viel Ersatzteil. Nee, wir hatten ja bisher eigentlich kaum Probleme auf Reisen gehabt. Also jetzt kommt es wieder darauf an, von welchem Fahrzeug wir reden. Das wären dann unterschiedliche Ersatzteile. Also beim TD4 käme mir die Zwischenwelle in den Sinn und der kleine Knickschlauch vom Turbolader. Beim TD5 Spritpumpe. Bei der Serie ist einfach noch nichts kaputt gegangen und beim Forward Control wissen wir es noch nicht. AT oder MT? MT. AT. Panamericana oder Pamir Highway? Pamir Highway. Pamir Highway. Freistehen oder Campingplatz? Frei. Frei. Seid ihr minimalistisch oder opulent unterwegs? Minimalistisch. Eher Richtung minimalistisch, ja. Schließlich sind wir ja mit der Serie in die Pyrenäen gefahren und hatten nur ein Bett und eine Kühlbox dabei. Und Kleider. Ja, zwei Teller, Besteck, fertig. Feuerzeugmesser, Grillanzünder. Ein Atago mit einem Dutch Oven, aber das war's dann auch wirklich. Gefährlichste Situation auf Reisen? Bisher? Ja. Bastard Lane? Bastard Lane. Was heißt gefährlich? Das war eigentlich nicht gefährlich. Schwierig. Hatte das Potenzial, bei schlechtem Wetter gefährlich sein zu können, aber ich glaube, eine wirklich gefährliche... Ach, Moment, der Sprung in Tunesien. Ach. Wir hatten so einen kleinen Sprung über eine Düne in Tunesien. Da hat das ganze Auto dann mal abgehoben und ist dummerweise in ein einseitiges Loch eingeschlagen. Also da hat sich dann alles im Fahrzeug gelöst. Ist zum Glück aber gut gegangen, aber das hatte schon das Potenzial, dass da mehr passiert. Ja, doch, würde ich mal sagen. Weil es auch so unvorhergesehen kam. Also das war nicht irgendwie abzusehen, wohingegen das auf der Bastard Lane in Wales, das war ja, da sind wir ja langsam gefahren, da hattest du Kontrolle gehabt und alles, aber das war eben in Tunesien nicht absehbar.
So, letzte Frage in dem Block. Jeep Gladiator oder New Defender? Jeep Gladiator. Kein Problem. Dass ich das mal sagen würde. Das heißt was. Wobei ich sagen muss, wir haben hier... Böse Frage. Wir haben hier einen auf dem Hof stehen gehabt, da hat der Ralf Ehlermann einen Käfig für gebaut. Mit Käfig, also dann sieht man das Auto kaum noch, sieht der neue Defender ganz gut aus. Ja, er sieht gut aus. Okay. Dürfte ich mir noch ein Fahrzeug aussuchen? Ja. Ja. Grenadier. Wenn er denn so gut ist, wie er werden soll. Ja. Hast du den schon mal gesehen? Wirklich zum Anfassen? Mhm. Nein, auch nur das, was in den Medien ist und intern bei uns eben auch mal das Interieur. Wann ist das nicht vorhanden? Mhm. Wann ist da geplant, dass man den mal in live sieht? Er sollte ja eigentlich, zumindest das Chassis sollte ja dieses Jahr schon auf der Abenteuer Allrad ausgestellt werden. Das ist ja alles nichts geworden. Ansonsten kann man ihn ja schon sehen. Bei der Tour de France war er zu sehen. Ja. Weil er ja das Team Ineos Grenadiers begleitet hat. Ansonsten weiß ich nicht. Also momentan werden Prototypenfahrzeuge gebaut, jede Menge. Aber ich vermute mal, Ende nächsten Jahres sollte da schon mehr zu sehen sein. Da soll ja auch der Verkauf losgehen. Hm. Der Verkauf, nicht die Auslieferung. Ja. Gibt es denn andere Autos, auf die du dich 2021, 2022 freust oder ihr euch freut? Als Neufahrzeug oder einfach als Anschaffung? Nee, erstmal nur als Neuvorstellung von den Herstellern. Ja, wir sind gespannt auf den neuen Isuzu. Ja, der neue Isuzu D-Max. Das dürfte auch nicht mehr so lange hin sein. Ne? Der müsste doch jetzt eigentlich schon da sein. Ja, der. Der ist mir echt so ein bisschen ans Herz gewachsen, weil er ist günstig, er ist gut, er macht, was er soll, unspektakulär, so ein Hidden Champion, oder wie könnte man das nennen? So ein stiller Arbeiter. Und doch, den mag ich sehr. Und Autos, die jetzt nicht kommen, habt ihr irgendwie vor, euch noch was dahin zu stellen? Ah. Habt ihr noch? Ja. Also wir hatten ja jetzt gerade einen Neuerwerb, oder Nick hat ja einen Neuerwerb, den Toyota BJ73. Und ich schaue so ein bisschen nach einem Range Rover Classic. Und so ein Ford Bronco wäre auch noch nett, einen alten, aber. Aber die kriegt man hier nicht, oder? Den neuen. Kriegt man hier nicht, oder? Doch, ein paar gibt es schon, aber muss man halt gucken. Ja. Also wenn der Bronco vor dem Classic kommt, ja, dann würde ich auch die Suche nach einem Range Rover Classic einstellen. Dann auch beim Ford Bronco. Ich finde den neuen auch nicht so schlecht vom Aussehen jetzt. Ja, ich mag diesen kurzen, kleinen, offenen. Mhm. Also auf den hätte ich es dann abgesehen. Ich lieber den großen langen. Also braucht ihr zwei. Ja, verdammt. Mist. Ja, vielleicht sieht ja das hier jemand, der einen hat, dann soll er sich bei euch melden. Genau, wenn nicht mehr braucht. Aber ihr kauft ja nicht nur neue Autos, ihr gründet ja auch gerne Unternehmen und habt dieses Jahr ein neues Unternehmen gegründet, ne? Du meinst in unserem Konzernkonglomerat? Ja, genau. Ja, da übergebe ich das Wort an die Geschäftsführerin der Draußen Liebe GmbH. Ja, wir haben im Juli eine neue Firma gegründet, und zwar einen Online-Shop für Scheinwerfer rund um Offroad-Fahrzeuge, aber auch Caravans, LKWs und Nutzfahrzeuge. Und ja, wir betreiben das jetzt seit Juli recht erfolgreich, macht Spaß. Jetzt auch schon 2 Mitarbeiter. Wir sitzen hier übrigens im Büro dieses Unternehmens. Genau, und wir fokussieren uns wirklich hauptsächlich auf Scheinwerfer, und uns ist wichtig, da auch umfassende Beratung zu bieten, weil wir wissen, dass viele Online-Shops nicht so viel beraten. Und uns ist es eben auch ein Anliegen, dass die Leute bei uns nicht nur Sachen kaufen können, sondern auch wissen, was sie kaufen und wie sie es nachher einbauen können. Das
Zweite, worauf wir uns auch fokussieren, ist ein bisschen Produktentwicklung. Das heißt nicht, dass wir jetzt Scheinwerfer entwickeln, sondern wir wollen eben Fahrzeuge umrüsten auf LED. Dabei geht es jetzt nicht um Fahrzeuge, die so Scheinwerfer haben, die in das Fahrzeug integriert sind, die für ein Fahrzeug entwickelt wurden, sondern eher so Klassiker LKWs im Speziellen. Wir hatten jetzt am Wochenende einen Unimog fertig gemacht als Prototyp mit LED-Beleuchtung, also von klassischer Halogenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung. Da machen wir die Kabelbäume für, da machen wir die Haltersysteme für und bauen das Ganze dann eben in das Fahrzeug ein, so dass das ab dann mit LED unterwegs ist. Und da haben wir einige Fahrzeuge, also sprich LKWs in der Warteschlange, die wir nach dem Unimog jetzt in Angriff nehmen. Das heißt, so für die typischen Ex-Bundeswehr, THW, Feuerwehrfahrzeuge, werden wir im kommenden Jahr sukzessive Umbausätze auf LED rausbringen. So wie wir das auch für den Jimny gemacht haben, da wird jetzt auch am 12.12. der Prototyp für einen Jimny FJ entwickelt werden. Das heißt, wahrscheinlich noch in diesem Jahr wird es dann auch einen Umrüstsatz für den Jimny FJ geben, allerdings nur für Tagbeleuchtung und Nebelleuchte erstmal. Wir müssen dann uns das Fahrzeug genauer anschauen, um zu sehen, was noch geht. Wird es denn im Lampenbereich noch Innovationssprünge in absehbarer Zeit geben? Steht da noch was Neues in den Startlöchern? Ja, also es gibt natürlich ganz neue Systeme. Das sind diese adaptiven Systeme, die jetzt in modernen Fahrzeugen drin sind, die sich wirklich ständig an die Gegebenheiten anpassen. Also die blenden auf, die blenden ab und passen das Licht wirklich an die Verkehrssituation an. Das sind natürlich Sachen, mit denen wir hier erstmal nichts zu tun haben. Was wir hier machen, sind ja Modulscheinwerfer, sprich Scheinwerfer, die man austauschen kann. In dem Bereich geht es eigentlich in Zukunft auch nach wie vor darum, mehr Funktionen in einer Leuchte unterzubringen. Wir reden also von dritter, vierter Generation mit zum Teil 4 Lichtfunktionen in einer Leuchte. Es geht weiter darum, kleinere Bauformen zu haben und die Kühlung zu verbessern. Das sind so die Sachen, woran gearbeitet wird, und natürlich auch stetig die Verbesserung der Linsen, dass die Linsen immer besser werden. Ihr habt ja noch eine andere Unternehmung, die Nick hat das auf ihrem Hemd stehen, Matsch und Pistel. Wie geht's im Online-Magazin? Ja, eigentlich ziemlich gut. Wir haben mehrere Leute, die jetzt mittlerweile für uns schreiben. Darüber freuen wir uns sehr. Dann schöne Grüße an unsere Redakteure. Dann haben wir dieses Jahr, was ein bisschen schade war, wir haben keine Veranstaltung, also bis auf unser Navigationswochenende, keine Veranstaltung gemacht, was allerdings nicht nur mit Corona zu tun hatte. Also wir haben ja Offroad-Trainings angeboten, wollten auch für LKW ein Offroad-Training anbieten. Aber der Anbieter, der mit uns das zusammen gemacht hat, hat die Firma ja dieses Jahr sterben lassen, kann man quasi sagen. Schluss gemacht quasi mit dem Thema. Und das war für uns dann auch im Zuge von Corona die Sache zu sagen, bieten das nicht mehr an. Wir fokussieren uns mehr auf Online und auch auf unsere Navigationssachen. Und ansonsten freuen wir uns darüber, dass wir dieses Jahr wieder einen Adventskalender am Start haben, mit mega tollen Preisen zum Teil, sehr, sehr hochwertige Sachen. Und ja, macht einfach mit. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Dann wollen wir auch, was die Webinare angeht, wir bieten ja Navigationswebinare an, auch einen neuen Weg bestreiten, um da zielgerichteter zu werden und passender für den Kunden. Also bisher ist es ja so, dass das immer Präsenzwebinare sind, die über mehrere Stunden gehen, wo ich dann dort sitze und den Menschen was erkläre und die ihre Fragen stellen und wir das alles zusammen durchgehen. Und dann freut euch wahrscheinlich auch schon auf die Messen nächstes Jahr, dass man mal wieder ein paar Leute aus der Szene trifft, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, dass die Abenteuer Allrad dieses Jahr nicht stattgefunden hat, das war schon echt schade für uns.
Ansonsten werden wir zumindest im Bereich von Machu Picchu nicht mehr auf allen Messen dabei sein. Also ich denke, die Abenteuer Allrad, die Rhein-Waal und das Busch-Taxi-Treffen, das werden eigentlich so die Hauptsachen sein, wo wir vertreten sind und vielleicht noch das eine oder andere kleine. Aber irgendwelche anderen großen Sachen machen wir nicht. Das ist, das würden wir gerne machen, weil wir eigentlich auch gerne auf solchen Messen sind, aber alles, was jetzt so ein bisschen weiter weg ist, das ist für uns auch ein erheblicher Aufwand mit der Anfahrt, Aufbau und dann brauchen wir auch mal die ein oder andere Hilfe, dann kommen halt Leute dazu. Ihr beide, wenn ihr euch ein Auto backen könntet, also ihr jedes Geländefahrzeug auf der Welt oder ein super optimiertes aus eurer Vorstellung, wie wäre das? Also ich glaube, der Ford Control ist eigentlich schon genau die richtige Größe. Ja. Wäre schön, wenn er nicht ganz so viel verbrauchen würde. Ja. Und wenn er eine bessere Heizung hätte. Und ansonsten wäre noch schön, wenn er einen Innenausbau hätte, aber das liegt ja so eher so an uns. Also wenn ich mir dann einen backen könnte, wäre das tatsächlich so eine Größe wie der Forward Control mit Portalachsen. Da hätten wir uns ja eigentlich auch einen Lappländer kaufen können. mit Portalachsen. Der Motor ist okay, da könnte aber auch gerne ein Sechszylinder rein, Motor Diesel rein. Und ansonsten wäre ich dann mit diesem Konzept schon zufrieden. Winde vorne, Winde hinten, große Reifen. Ja, das. Nicht so viel Elektronik. Und nicht so viel Elektronik, ja. Das wäre dann mein ideales Fahrzeug. Weil, wo man noch selber fahren darf. Genau, wo man selber fahren darf und von der Größe her halt. Schlecht Wetter geeignet, auch über mehrere Tage, aber nicht so groß, dass man nirgendwo mehr langkommt. Ja, das wäre mein Wunschfahrzeug, wenn ich mir eins bauen könnte. Okay. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Wir wünschen euch noch eine schöne Adventszeit. Euch auch. Und den Zuschauern auch. Und freuen uns darauf, demnächst wieder an einer der vielen Standorte von euch. Okay, macht's gut. Bleibt gesund.